So, und herzlich willkommen zurück. Meilen müssen wir noch fahren bei unserer wunderschönen Strecke in neues Gebiet, das Utah DLC. So. Letztens bin ich auch das Stück abgefahren von der ehemaligen Route 66, was man noch, also was man jetzt so schon befahren kann, ist ja leider in dem von uns befahrbaren Bereich jetzt nicht so viel, weil die Route 66 quasi noch hier weiter nach hinten, nach rechts erstreckt. Quatsch, hier unten, da, sondern nach, nee, wo? Ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall geführt hier von LA irgendwie nach hier oben. Und endete, glaube ich, das hier ist, glaube ich, die letzte Station. Und die echte Route 66, die geht dann halt hier noch weiter. Und, doch, genau, war dieses Stockermark hier. Und genau, vielleicht gibt es dann irgendwann hoffentlich bald DLCs, die dann weiter so in die Richtung gehen, dass man dann zum einen bald an die East Coast kommt, ist ja quasi hier nur West Coast. Und dann natürlich auch die Route 66 weiterführt. Das wäre ganz geil, weil das ist ja so typisch Amerika, ne? Aber gut, ich glaube mal, bis Kili noch die, weil ich meine, man sieht ja hier schon, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sachen könnten auf jeden Fall noch kommen. Plus die Sachen, die hier oben alle noch fehlen. Ja, von daher, gute Frage, ob es diese DLCs denn bald so in 5 oder 10 Jahren denn geben wird. Die Möglichkeit ist auf jeden Fall da. Time to hit the road. Außer die hängen irgendwann ATS und ETS wirklich an den Nagel und entwickeln ein komplett neues Spiel. Weil ich das ehrlich gesagt nicht wüsste, warum SCS Software sowas machen sollte. Weil ich meine, dass die Grundwelt. Also von ATS und ETS. Die ist ja eigentlich so gut, sage ich jetzt mal, dass man die halt auch noch aus der jetzigen Zeit immer noch aktuell weiterentwickeln könnte. Das Einzige, was halt wirklich veraltet ist, ist halt die Engine. Ja, wie gesagt, die kann man ohne Frage über Bord werfen und neu entwickeln. Oder zumindest so weit weiterentwickeln, dass man den Grundkern überarbeitet. Halt zum Beispiel die Rendering-Pipeline. Auch wenn man die anderen Elemente vielleicht so lässt, aber wie gesagt, gerade die Rendering-Pipeline, die muss halt überarbeitet werden, meines Erachtens nach. Aber ich meine, das Spiel als solches kann man ja, also die Welt, die kann man ja eins zu eins übernehmen, ja, und dann daraus halt, wie gesagt, ATS 3 und ETS 3 machen. Wie sagen wir hier rot? Ja. Und wenn man keine Spiele neu entwickeln muss, also die Maps nicht neu entwickeln muss, dann kann man na natürlich an den vorhandenen Maps weiterhin Pflege betreiben. Weil teilweise Kartenabschnitte sind ja schon relativ alt. Das heißt, man muss die natürlich immer schon mal überarbeiten, klar. Aber man kann natürlich auch weitere Strecken hier hinzufügen. Und dann fühlt es sich natürlich an, gerade den Osten. Bisschen weiter zu erschließen. Und dann da ein paar DLCs noch rauszuhauen. Und dann kann man irgendwann auch mal an die Ostküste. Und die East Coast. Da kann man Rapper werden. West Coast ist ja eher so Hip-Hop. Oder? Keine Ahnung. Naja, gut. Genug geschwafelt, mal wieder ein bisschen Musik an. Wow, wir dürfen 80 fahren, geil. Sieht ganz schön bewölkt aus. Heute ist ja bei uns auch bewölkt, also irgendwie live. Ja. Bin ich ganz froh, wie jetzt mit den Aufnahmen. Aber ab nächste Woche
bekommt ihr ja die schöne Sahara-Hitze. Ich meine, wenn ihr die Folgen guckt, also wenn die Folgen draußen sind, ist es wahrscheinlich schon lange vorbei. Weil die Folgen werden wahrscheinlich erst in 2 Wochen knapp online kommen. Ja, vielleicht etwas weniger. Wenn ich doch, vielleicht schon sogar schon nächste Woche. Aber wie gesagt, auch bis dahin ist ja die Woche mit der Sahara-Hitze schon vorbei. Naja, 40 Grad. Ich meine, wie gesagt, ob wir hier im Osten von Deutschland 40 Grad erreichen, ist unwahrscheinlich. Bei uns geht es eher so in die Richtung 35 bis 38 Grad. Aber auch das ist schon danke dafür. Aber im Westen von Deutschland, da soll man halt bis zu 40 Grad erreichen. Ja, und halt auch im Süden, ne? Also im Südwesten, ne? Da halt bis 40 Grad. Ne? Und links neben Deutschland, also so Frankreich und so, ja, bei denen geht es sogar mit 42 bis 44 Grad. Also die kriegen es richtig schön ab. Das heißt, wenn wir dann von da irgendwelche Baguettes kaufen, müssen die definitiv nicht mehr gebacken werden. Die sind schon fix und fertig. Hey, wir schaffen sogar fast die 80 MPL. Ich meine, gut, jetzt geht es bergauf, aber 75 hatten wir schon drauf. Kann ja bloß noch besser werden. Noch 80 Meilen. Noch heiß. Don't drink and drive. It's a law. Safe. Was? Ich will wissen, was da stand. Oh ja, der geht jetzt aber bergab hier. Oi, 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 oi. Ja, klar, jetzt nur noch 75. Nö. Wenn ich mal speeden kann, dann speed ich auch. Oh, ein bisschen hoch. Oh, oh. Eieieiei. Oh. Sieht aber gut aus. Straße ist auch frei. Sehr schön. Krass. Und wieder 80. Yay. Passt doch. Ah, reichen wir die 80? Ja, locker. Oder doch nicht. So, was steht da? Save a life bubble up. Slow. Okay. Nein, wir werden wieder langsamer. Warum geht's bergauf? Ist doch unfair. Ein Auf und Ab hier. Ey, wir haben 80, wow! Ah, da vorne geht's wieder bergab. Aua! Okay, wir sind aber mittlerweile auch schon fast am Ziel, ne? Noch 30 Meilen. Jetzt komme ich! Yeah! Tschüss! Meine Straße. Noch 14 Meilen. Yeah! Gut, dann räumen wir mal langsam auf. Da vorne kommt. Oh, ich sogar schon die Ausfahrt. Aha, nice. No, I don't wanna waste what's left.
Wow, ey, ist er wirklich? Es ist schon krass, wie, ich sag jetzt mal, intelligent die NPCs hier sind, ja? Dass wenn man wirklich angerast kommt, ne, so wie gerade der Polizeiwagen da, ne? Dass wenn man da angerast kommt, der erstmal stehen bleibt, aber sobald man denn den Rechtsblinker anmacht, die das erkennen und dann merken, okay, ich will da gar nicht mehr lang fahren, und dann der einfach selber wieder losfährt, weil die Straße damit wieder frei ist. Das ist natürlich schon krass, dass da so viel Analyse drin steckt, dass die merken, auf welche Spur, weil ne, die denken ja in Pfaden. Hier sind ja überall so eine virtuellen Pfade eingezeichnet. Das kann man wunderschön dann betrachten, wenn man sich diese Welt mal in so einem Map-Editor öffnet. Da sieht man auch die ganzen Pfade. Und dass er quasi selbst bestimmen kann, anhand dessen, wie ich blinke, auf welchen Pfaden ich wahrscheinlich fahren möchte. Und dann weiß, welche Pfade frei sind und ob er dementsprechend fahren kann oder nicht. Das ist schon nicht schlecht. Ich meine, die NPCs hier sind sowieso schon relativ schlau, wenn man das mal so mit anderen Spielen vergleicht. Ja, ich meine, auch hier gibt es, wenn man jetzt an der Kreuzung ist, ab und zu Szenarien, wo sich die Fahrzeuge gegenseitig softblocken oder irgendwie Sachen falsch interpretieren und dann einfach irgendwo dumm rumstehen und den ganzen Verkehr aufhalten und solche Sachen. Oder auch wenn man selber aufgrund von irgendwelchen Sachen den Verkehr aufhält, was man einfach mal ab und zu machen muss, dass sie dann direkt anfangen zu hupen, wie die Bekloppten. Ne, also Verbesserungspotenzial ist natürlich da, keine Frage. Aber wenn man das mal so mit anderen Spielen vergleicht, die eine noch miesere KI haben, dann ist die schon echt gut, was das angeht. Also muss man an der Stelle schon mal lobend erwähnen. Es gibt relativ selten Momente, wo man wirklich sagen kann, okay, was zur Hölle macht der NPC hier gerade? So, und einmal Motor aus und abkoppeln. Nice. So, ausgezeichnet. Und welche Level erreichen wir jetzt? Level 14? Bitte. Hat gerade mal für ein Level gereicht? What the fuck? Was aber traurig. Ich dachte, wir kriegen jetzt hier direkt Level 85 oder so. Ja, was nehmen wir denn? Wir wollten erstmal hier oben weitermachen, ne? Toxische und ätzende Stoffe. Gebrauchte Nadeln von Dealern oder Consumern. Tja, was nehmen wir? Das oder das? Metalle korrodieren lassen können. Beispiel dafür sind Schwefelsäure, Salzsäure, Kaliumhydroxid und Natriumhydroxid. Ich glaube, wir nehmen jetzt mehr ätzende Stoffe. So. Ist auch ein geiles Lied. Vor allem auch ein Lied, was auf YouTube so oft verwendet wird für irgendwelche Memes oder solche Sachen. Oder als, ne? Was man auf jeden Fall als YouTube-Consumer auf jeden Fall kennt, das Lied. So. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal zu unserem anderen LKW fahren. Beziehungsweise, nein, wir müssen ja direkt sagen, dass wir hier einsteigen wollen. Der da. Einsteigen. Der Wechsel wird eine Stunde dauern. Genau. Let's go. So, jetzt ist wieder drinne. Geil. Yeah. Oh, dieses Lenkrad. Ja, ist natürlich kacke, dass diese Strebe hier vom Lenkrad jetzt genau im Display ist. Ich glaube, ich nehme doch dieses andere Lenkrad, was oben frei ist, auf der oberen Hälfte. Ah, doch, ich glaube, machen wir so. Das ist so ein bisschen blöd. Ah, gut. Ansonsten haben wir natürlich auch, jetzt müssen wir natürlich gucken,
das optional die beiden guten Fahrer die beiden stärkeren LKW bekommen. Wo sehe ich das? Ja. Ja, war klar. Ist genau falsch rum. Die beiden guten Fahrer haben die beiden schlechten LKWs und die beiden neuen Fahrer, die also jetzt nicht schlechter sind, aber halt weniger Erfahrung haben, also laut Spielelogik schlechter sind, die haben natürlich die beiden starken LKWs. Ach ja. Ich meine, letztendlich so schlimm ist es auch nicht. Also, ja. Die feiern ja eher einen normaleren Fahrstil, sag ich jetzt mal, und von daher. Egal, ich tausche mal trotzdem aus. Wie kann ich das jetzt hier machen? Ne, da muss ich zur Garage gehen, ne? Garage, und hier kann ich jetzt sagen, LKW. Nee. Doch, war doch bei LKW-Manager. Hier muss ich jetzt sagen, Standort ändern. Da, genau. So, das ist jetzt der... Ach man, nur weg da. Das ist jetzt der starke LKW, genau. Den bekommen also eine der ersten beiden. Jetzt müssen ja die beiden LKWs eigentlich 1:1 getauscht werden, ne? So, und das ist der andere starke LKW. Der kommt dann auf den Platz 3. So, genau. Jetzt haben wir einen starken LKW, die beiden langjährigen Fahrer. Oh, der ist sogar schon Level 3,3. Und die beiden Neuzugänge haben die beiden schwächeren LKWs. So ist doch passend. Mal gucken, vielleicht werden wir die auch irgendwann mal aufrüsten. Aber jetzt erstmal nicht. Jetzt müssen wir erstmal wieder unsere Kredite hier loswerden. Apropos Kredite. Ah, nee, kann man noch nichts auslösen. Ich dachte, vielleicht ist eine Rate schon weg. Aber das würde nicht reichen. Na gut. Das heißt, wir fahren jetzt erstmal zur Werkstatt. Alter, wie der abgeht, ey. Wuhu. Schön unser Dingling da. Aber bei dem Zaun sieht man natürlich überhaupt die Straße nicht, ne? Na, Straße frei. Komm mal hinne. So, da vorne ist die Werkstatt schon. Sehr gut. Jetzt wäre jetzt nicht mehr unsere Werkstatt, weil wir haben Petabyte jetzt. Aber das muss ja keiner wissen. So, LKW-Konfigurator. Da. Nein, da. Und hier brauchen wir jetzt mal doch... Das sieht actually auch nicht schlecht aus, wobei doch irgendwie schon. Das ist halt Classic. Oh wow, das geht schon wieder. Sogar das hier, den nehmen wir. Wow, gerade mal. Ey, wir bekommen sogar $2 zurück. Lol. So, hier haben wir schon das Beste, was gibt's auf dem Markt. Ach ja, Suburban macht schon geile Musik. Zumindest ist das Lied geil. So viel Musik kenne ich von ihm leider noch nicht. So, ansonsten hat sich hier noch nichts ergeben, ne? Oh, doch! Ja, Vierradantrieb, geil!
Krass, na, das lohnt sich doch direkt hier. Stärkere Motor haben wir noch nicht. 10 PS ist jetzt nicht unbedingt, ne? Ist das schon. Ja, läuft doch. Haben wir irgendwas Neues? Oh ja, jetzt haben wir hier auch diese Rückwände. Aber die wollte ich ja, glaube ich, gar nicht haben wie die Lampen, weil man die denn nicht mehr sieht. Ich würde fast sagen, dass das besser aussieht, oder? Ja, ne? Doch, eigentlich schon. So, haben wir hier schon mittlerweile ein paar mehr Optionen? Ne, da haben wir schon alles. Da haben wir auch alles, was gibt's auf Welt. Hier gibt's was Neues. Okay, können wir nicht nehmen. Weil diese krasse Stoßstange denn nicht funktioniert. Ja, ne, würde man sagen, geht so eigentlich. Kann man so lassen. So sieht ja schon geil aus. Let's go. Bestellen. So. Ah, das ist ein LKW, Alter. Uhu. Schön Chrom alles hier. Wobei ich persönlich ja nicht so ein Freund von Chrom bin. Solange wie es stimmig ist, ja. Aber jetzt überall einfach so Chrom ran zu machen, weil es Chrom ist, bin ich kein Freund von. Aber wie gesagt, nur solange wie es stimmig ist und passt, keine Frage. Und gerade bei so weißem Lack, was wir ja drauf haben, kann man natürlich sehr viel mit Chrom-Elementen spielen. Wenn wir jetzt aber zum Beispiel, einen schwarzen LKW hätten, dann würde ich wiederum nicht so viel Chrom benutzen, weil das dann wieder too much wäre, ne? Das wäre dann einfach ein zu starker Kontrast. Aber so, mit dem weißen Lack, sieht es halt echt klasse aus. Wenn unser LKW sieht sowieso klasse aus, mit dem Motiv, ne? Also keine Frage, aber ihr seht auch so klasse aus. Was machen eigentlich die vier Lampen da hinten? Die leuchten ja nie, oder? Ja. Beim Rückwärtsfahren leuchten sie nicht. Beim Vorwärtsfahren leuchten sie nicht. Wenn ich bremse, leuchten sie auch nicht. Was gibt's hier denn überhaupt? Hä? Was machen die denn? Oder sind das gar keine Lampen? Doch, das sind Lampen. Aber die leuchten nie. Oh ne, auch beim Bremsen leuchten sie nicht. Die steuern nicht. Welchen Sinn haben die denn? Gut, ganz ehrlich, wenn die nie leuchten. Nein, halt, nicht Wartung. Da kann ich da auch doch so eine Platte hinterklatschen, ganz ehrlich. Das bringt denn ja gar nichts. Ich dachte, die leuchten wenigstens ab und zu mal. Ah, ich glaube mal, das sieht besser aus. Das hier ist mit zu viel zu viel Textur halt. Das sieht schon besser aus. Wobei ich mir offen gesagt auch nicht wirklich sicher bin. Ich glaube, komplett ohne sieht es doch einfach noch am besten aus, ne? Ja, komm, wir lassen ohne. Sieht so einfach am besten aus. So. Gut, dann gucken wir mal, wie es aussieht für den Auftrag. Jetzt mit unserem krassen neuen LKW, der einfach mal 500.000 PS mehr hat. Ja, das ist wahrscheinlich immer noch zu schwer. 35 Pfund. Also 35.000 Pfund ist aber kein Problem. Und ist auch eine schöne Strecke. Mhm.
Ah, wenn wir mal sagen, gucken wir, was das hier ist. Das ist fast das gleiche. Geht aber noch ein Stück weiter. Aber ganz ehrlich, ich würde mal fast sagen, ich gehe doch lieber eher hier mit. Was haben wir denn sonst noch so? Ah, guck mal, das ist hier viel, viel unerkundete Strecke. Guck mal, hier ist alles bisher noch unerkundet. Das heißt, wo waren das jetzt? Das warst du, ne? Ja, genau. Das heißt, mit dem hätten wir sehr viel unerkundetes Gebiet. Ich meine ganz ehrlich, wir können auch den hier nehmen und dann selbst manuell hier auf den Punkt setzen. Ja, dann machen wir mal am besten genau das. Als Navi-Ziel einstellen. So, wissen wir. Der ist aber auf der anderen Seite der Stadt. Okay. Straße frei, sehr gut. Alter, wer baut hier diese kacken Mauern hin? Da kann man die Straße ja nicht sehen hier. Hat der Vorfahrt? Ist hier rechts vor links? Ich muss mich echt mal gucken, ob man irgendwo mal einen ordentlichen Guide bekommt mit den Verkehrsregeln in Amerika. Ich hatte nämlich echt keinen Plan, wie es aussieht mit rechts vor links oder ob wir gerade auf der Hauptstraße waren oder so. Alles frei. Aber ich schätze mal, hier geht's auch rechts vor links. Das heißt, wir haben den Truck gerade eben die Vorfahrt genommen. Egal. Beschwert hat er sich nicht, also mag er es wahrscheinlich. Er steht drauf. Er hat so ganz komische Fetische. Ah. Drauf zu stehen, wenn jemand die Vorfahrt nimmt. Also. Das ist schon echt pervers. Na gut. Mal gucken, wie viel wir hier spitze erreichen. Aber ich schätze, bei 100 mph sollte schon drin sein, ne? Wobei, er macht jetzt schon... Ja, dem fehlt halt die... also, er ist halt jetzt schon am Ende des Drehzahlbereichs. Das heißt, von der Leistung her würde er vielleicht sogar noch mehr schaffen, aber hat einfach das falsche Getriebe dafür. Na, was soll's. Schaffen wir halt nur 90 mph. Was ja auch schon so 140 km/h sind oder so. Kann das sein? Müssten aber so fast. Oh, er lässt uns sogar vor. Ich muss bei The Way auch noch den LKW erstmal einstellen, ne? So unsere Sitzposition und die Spiegel und so. Ist ja alles noch vollkommen falsch eingestellt. Vor allen Dingen muss ich endlich mal gucken, woran man eigentlich erkennt, ob man jetzt nach rechts abbiegen darf, ohne auf die Ampel zu achten, oder ob man auf die Ampel achten muss. Also ob als Rechtsabbieger die Ampel für einen gilt oder nicht. Ne? Weil ich habe immer noch nicht herausgefunden, warum man das erkennt. So, also zuverlässig. Ich meine, bei manchen Straßen habe ich schon gesehen, da sind so Schilder da, dass man immer nach rechts abbiegen darf. Egal was da kommt. Also wir müssen erstmal hier vorne Bescheid sagen. Ne, dass man immer fahren darf. Aber teilweise habe ich halt auch schon Kreuzungen gesehen, wo diese Schilder nicht sind. Und trotzdem sind die NPCs immer nach rechts abgebogen, obwohl die rot hatten. Also irgendwie blicke ich da mittlerweile echt kaum noch durch. Mit diesen Rechtsabbiegern. So, Aufträge.
Kann man sogar noch customizen? Achso, als großen kriegen wir glaube ich weniger Geld, ne? So haben wir jetzt 55, 71, wow. Und so. Oh, 68. Oh, der wiegt aber dafür viel, viel weniger. 33.000. Ah, ne, 35.000. War. Hat also keinen so großen Unterschied. Dann nehmen wir einfach den hier. Danke. So, der ist jetzt da hinten irgendwo. Okay. Haben wir da mal rum. Da ist aber hier ein großer Kronspeicher. Ganz schön beengte Verhältnisse hier. Ich mach mal den Warnblinker an hier. Aber mit dem großen Aufbau hinten, da erkennt man jetzt kaum noch, ob man hier, ne, also schwerer zu erkennen, ob man jetzt richtig fährt oder nicht. Das war ja schon hart hier. Das ist schon angebumst. So, da würde man sagen, stelle ich mal noch die Spiegel hier ein. Das war, kann man bitte Schnauze, Sitz einstellen. Nein, Sitz einstellen. So, den müssen wir erstmal so, dass es überhaupt Sinn macht. Ne? Die Spiegel können wir. Entweder sehen wir sie halt komplett, dann sehen wir aber von der Straße kaum noch was. Das heißt, wir scheißen auf die und machen mal lieber ganz nah ran. Achso, das habe ich. Ja. Ich will doch gar nicht den Sitz verstellen, ich will den Blickwinkel verstellen. So hier. Ah, für alle Fälle. Ah, doch. Ah, so ist gut. So ist in Ordnung. So, dann haben wir das schon mal. Jetzt kommt Spiegel einstellen. Und da machen wir. Unser bekanntes Gedingsgedöns. Motorhaube. Motorhaube ist genauso wie diese Weitwinkelspiegel. So weit wie möglich nach rechts. Also nach außen unten, wie es geht. Weil ich gar nicht weiß, ob die überhaupt nach unten hin mehr Sinn machen. Ich glaube, die würden fast sogar auf der horizontalen Achse mittig sogar fast mehr Sinn machen. Nee. Also, Achse wäre vertikal. Whatever. 2. Wobei ich die immer nach unten gemacht habe bisher. Und ist mir noch nie störend aufgefallen. Ne, weil die sind ja quasi da, um die toten Winkel abzudecken. Das ist ja deren Hauptfunktion, zumindest benutze ich sie dafür. Und da machen sie eigentlich so mehr Sinn, wenn sie nach unten strahlen so ein bisschen. Ne? Von daher lassen wir es auch mal so. So, den Seitenspiegel, den sehe ich gar nicht. Habe ich überhaupt einen? Habe ich einen Seitenspiegel? Nee, ne? Na gut. So, rechter Spiegel. Kommt auch nur so, dass er ordentlich passt. Genau. Und jetzt kommen die Weitwinkel. Und die, wie gesagt, auch wieder schön nach rechts und dann nach unten, soweit wie es geht. Bam. So, das ist ja gar nicht mal so schlecht. Ja, jetzt kann man Sachen schön erkennen. Sehr krass. Gutchen, da soll es mit der Folge jetzt auch gewesen sein an der Stelle. Da würde ich mal sagen, speichern wir mal. Ja, unsere Tankanzeige sehen wir so natürlich überhaupt nicht. Ja, kurz, das mache ich mal nochmal hier. Das sieht irgendwie so kacke aus. Mit dem Sitz bin ich nicht so ganz zufrieden.
Ja. Wow. Muss er gewinnen. Ich würde mal sagen, mit den 65 können wir schon lassen. Aber wir müssen einfach ein bisschen tiefer. Irgendwie wirkt das alles nicht so richtig. Ne? Ich mache nochmal hier resetten. Das wirkt alles. Das Lenkrad ist halt so tief. Ich mache kurz das Lenkrad ein bisschen höher. Wie geht denn das? Kann man gar nicht. Man kann es nur zu sich ranziehen. Ah, machen wir es mal so. Gut, dann gehen wir nochmal hier auf 65 Grad. Und ich stelle den Sitz so ein, dass der Spiegel gerade so nicht zu sehen ist. Genau. Und mit dem Lenkrad sollte es jetzt eigentlich auch so passen. So. Was macht G und V? Kann man das wirklich so gut betrachten, oder? Ja, nee, das macht eigentlich keinen wirklichen Unterschied. Ja, doch, so ist doch gut. So kann man alles gut sehen. Ich würde sogar fast sagen, der Lenkrad kann auch einen Ticken runter. So. Nee, das war schon... Ja. Genau, ein Ticken runter ist genau richtig. Perfekt. Cool. Sieht doch korrekt aus. Sehr schön. Wow, so viel mehr habe ich mir noch nicht gegeben mit dem Lenkrad einstellen. Aber gut, wir wollen mit dem LKW ein bisschen fahren, von daher macht es hier durchaus Sinn. So, dann soll es auch mit der Folge jetzt erstmal gewesen sein. Lange genug Sachen rumoptimiert, hm? Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir dann die Strecke, die Mission in Angriff nehmen. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie lange die, also wie viele Meilen wir überhaupt fahren müssen, aber ich glaube mal, wir werden da wieder ein paar Folgen für brauchen. Von daher... Bis dann.